Also jetzt können wir beginnen. Zum ersten Mal herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich jetzt hier bei Ihnen den Vortrag halten kann. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause und schon einen spannenden, interessanten Vormittag. Eine kleine Korrektur noch. Ich war zuletzt bei der Deutschen Telekom, bevor ich Regulierer wurde und war vorher 20 Jahre bei Magenta, damals noch Ökol und Maxmobil, wer sich noch erinnern kann. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Also schon sehr lange in der Mobilfunk- und in der Telekommunikationsbranche unterwegs. Wie gesagt, digitales Land, innovative Landwirtschaft und welche Strategien es für einen mobilen und festen Breitbandinfrastrukturausbau im ländlichen Raum gibt, ist mein Thema. Wie gesagt, zu meiner Person, ich komme selbst aus Oberösterreich, bin am Land aufgewachsen, kenne also durchaus ein bisschen, was dort notwendig ist, wo es halt die Überlegungen gibt, wie das Wirtschaften dort läuft. Wie gesagt, Digitalisierung und Landwirtschaft sind für sich ja alleine schon sehr wichtige Zukunftsthemen, aber gemeinsam ein noch viel wichtigeres. Gerade für 5G stellt ja die Landwirtschaft auch ein sehr wichtiges Anwendungsgebiet dar. Aus diesem Grund ist es, glaube ich, ganz interessant, Sie mit dem im Detail zu beschäftigen. Und ohne den nächsten Ausführungen vorzugreifen, möchte ich auch noch zwei Dinge betonen. Erstens einmal ist, wenn wir über die Landwirtschaft der Zukunft denken, ist Mobilität ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt, 5G als mobile Telekommunikationstechnologie ein sehr wichtiger Faktor, um die Dinge, die wir uns vorstellen, umsetzen zu können. Und das Zweite, das möchte ich da betonen, was oft auch auf Verwunderung stoßt, wenn ich das wahrscheinlich bei Ihnen nicht, wenn ich das jetzt im Vortrag sage, ist, dass ja die Landwirtschaft in Österreich, und ich habe das selbst ja auch in meiner langen Zeit hier in Österreich auch mitgelebt, immer ein Vorreiter war im Bereich, was Internet und neue Technologien gibt. Wahrscheinlich hängt auch das stark mit dem zusammen, mit dem EU-Beitritt, der 95 gewesen ist. Also hier hat die Landwirtschaft in dem Zusammenhang immer eine Vorreiterrolle eingenommen. Insofern ist es gerade mit 5G jetzt ein wichtiger Faktor. Und wir müssen einfach schauen, wie können wir es schaffen, dass es sowohl mobil als auch fest die richtigen Ausbaustrategien geht. Kurze Zwischenfrage, Herr Hirt, Sie sehen die Folie. Ja, ich sehe die Folie Überblick. Überblick, wunderbar, dann funktioniert das. Dann frage ich nachher immer nach. Wie gesagt, wenn wir über Digitalisierungsstrategie für den ländlichen Raum sprechen sollen, müssen wir, ich sage kurz, einmal die Hintergründe ansprechen, bestehende und zukünftige Anwendungen überlegen und dann über die Versorgungsstrategien, die man haben sollte, sich Gedanken machen. Ich gehe da von der Breitbandstrategie, von der 5G-Strategie aus. Und gesagt, an beiden haben wir als RTR entsprechend mitgearbeitet. Und es ist jetzt so, dass wir ja, mit der 5G-Versteigerung die nächsten Schritte gesetzt haben. Da gehe ich dann im Detail darauf ein. Und am Ende nur ganz kurz mit Spielregeln und Sicherheit vor allem das Thema ermöglichen. Das ist auch wichtig, um das Vertrauen zu schaffen, damit man überhaupt mit diesem Thema dass das auch erfolgreich umgesetzt wird. Ich sage kurz ein Zitat, ein altes Zitat aus dem Jahr 1926 und von Nikola Tesla, der ja oft im Zusammenhang mit Digitalisierung und neuen Technologien zitiert wird. Ich sage, das in Summe sagt, dass wenn alles miteinander über die Mobiltechnologie vernetzt ist, wie gesagt, dann wird das wie ein großes Gehirn werden, das dann als Ganzes, ein rhythmisches Ganzes, dann die Welt umfassen wird. Wie gesagt, das hat er 1926 gesagt und das ist eigentlich ein sehr visionäres Zitat. Und wir sind heute, ich sage, wenn ich an 5G denke und was wir mit 5G wollen, mit der ganzen Vernetzungsweite, heute auf dem Weg dorthin, genau dorthin zu kommen. Und wie gesagt, dieses globale Gehirn, das hat viele Vorteile, macht aber auch ein bisschen unsicher und führt auch zu den einen oder anderen Nachteilen, die es hervorrufen kann, wenn wir alles mit allem vernetzen.
5G ist eine Technologie, die in die Richtung von Vernetzung von allen ist. Mobiles Breitband gemeinsam mit normalem Breitband soll dazu dienen. Wie gesagt, heute ist es an uns zu überlegen, welche Schritte wir setzen müssen, damit diese Vernetzung so aufgebaut wird, so funktioniert, dass es zum Vorteil oder größtenteils zum Vorteil aller reicht und nicht mit vielen negativen Effekten verbunden ist. Also wie gesagt, das muss man schon im Hinterkopf behalten und das ist vielleicht einer der wichtigsten Sachen, hier immer mit diesem Respekt an das Thema auch heranzugehen. Wie gesagt, generell ist es aber keine Option zu sagen, wir wollen 5G, wir wollen das ganze Breitband- und Vernetzungsthema nicht, sondern wir müssen es jetzt miteinander gestalten und das ist das wesentliche Thema, mit dem wir uns jetzt auch befassen sollen. Wie gesagt, wir wissen, alle Digitalisierung findet statt. Wie gesagt, Österreich ist bereits eine digitale Gesellschaft und jeder weiß es am Morgen, wenn er aufwacht, dass er keinen mechanischen Wecker meistens mehr neben sich liegen hat, sondern entweder sein Smartphone oder irgendwelche anderen Smart Technologies, die ihn mit seiner Streaming-Musik aufwecken. Wir haben die Zeitung schon oft auf unserem Handy oder auf unserem iPad. Verweise nur gerade auf, wir haben letzte Woche die nachfrageseitige Erhebung bekannt gegeben und da ergibt sich einfach, dass die Informationsbeschaffung über alle Altersgruppen zu 80% übers Internet erfolgt, was ja zeigt, also wir leben hier in einer entsprechenden, sich digitalisierenden Gesellschaft und es gibt eigentlich keine Anzeichen, dass das langsamer wird und dass sich das hier ändert. Also das einmal vorausgeschickt zu diesem Thema und wie schaut das jetzt auch in der Landwirtschaft aus? Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, Landwirte waren immer digitale Vorreiter und fürs Land bedeutet eigentlich hier diese Digitalisierung, dass sie dass das Land wettbewerbsfähig bleiben kann. Das gilt für ganz Österreich, aber gerade für die ländlichen Regionen. Hier wird die Digitalisierung immer stärker wichtig sein, um im Wettbewerb auch bestehen zu können. Um Digitalisierung durchführen zu können, um diese Möglichkeiten zu schaffen, ist es einfach wichtig, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur haben, und zwar eine leistungsfähige, feste, glasfaserbezogene Infrastruktur mit einer leistungsfähigen 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Also die beiden ergänzen sich und stehen nicht sozusagen, als, ersetzen sich nicht, sondern ergänzen sich. Und um das natürlich, und da möchte ich ein Thema noch aufgreifen, was auch heutige Diskussionen betrifft. Sie werden es immer erleben, wie gesagt, die Gegnerschaften. Es gibt gerade, weiß nicht, wer von Ihnen auch in einer Gemeinde Bürgermeister oder in Gemeindevertretung sitzt, der wird das schon erleben, dass immer wieder Bürgerinitiativen kommen, dass diskutiert wird, sozusagen, dass das Ganze schädlich und schlecht ist und so weiter. Das ist ein Thema, was oft schon auf einer sehr, ich sage jetzt, abgehobenen, nicht mehr nur faktenbezogenen Ebene erfolgt, aber es ist ein wichtiges Punkt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Da springe ich auf die nächste Folie, die einfach sagt, okay, dass wir Digitalisierung unterschiedlich sehen müssen. Es gibt die Konsumenten, es gibt die Wirtschaft, die Landwirtschaft, aber es gibt den Sektor. Und wie gesagt, wo sind die Schwerpunkte? Und was Sie da rot sehen auf den Folien, ist immer das, wo die Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, beim Konsumenten ist einer der wesentlichen Punkte, dass auch dieses Strahlungsthema immer mehr in den Vordergrund drückt und die Leute sich einfach davor fürchten, weil sie es nicht sehen. Und es erklärt ihnen ja auch niemand, was da jetzt mit dem 5G auf einen zukommt. Und dann bin ich schon beim nächsten. Die Wirtschaft spricht bei 5G. Immer nur, was man alles vernetzen kann, was man mit den Daten machen kann, welche Geschäftsmodelle es gibt und dass das alles effizienter und besser wird und dass man künstliche Intelligenz hat. Das einzige Thema bei der Wirtschaft ist eigentlich die Sicherheitsthematik, die vielleicht kritisch gesehen wird, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber, wie gesagt, die Leute, jetzt in Korrelation zu dem Sinn, ob da aber was bringt es mir in dem Sinn. Wie gesagt, wenn es nur ums Telefonieren geht oder diese Sachen, ist es ja, brauche ich da 5G, brauchen wir 5G? Diese Fragen, die setzen wir uns auseinander. Und der Telekom-Sektor sagt ja auch, es gibt super Modelle für die Wirtschaft, aber der Telekom-Sektor erklärt nicht, was dieses 5G in Summe und diese Digitalisierung eigentlich den Menschen bringt. Und wie gesagt, da eines vielleicht vorausgeschickt,
Es bringt natürlich viele Möglichkeiten. Ich sage, in der Landwirtschaft sind gerade die Themen, und wir werden es wahrscheinlich heute noch hören oder sehen, wo es um die Themen wie Precision Farming geht, wo es um Anwendungen auch innerhalb der Ställe geht. Also hier gibt es viele Anwendungsbereiche, wo 5G gegenüber der bisherigen Mobiltechnologie einiges an Vorteilen bringt. Aber ein wichtiger Punkt, den wir alle beachten sollen, ist, wenn wir über 5G reden, wir reden nur auf den ersten Blick über reine Mobilfunktechnologie, und wir brauchen 5G nicht, wenn es um Telefonieren oder Internetsurfen geht. Ja? Es ist aber zentrale Technologie für alle Anwendungsbereiche, wo es um die Vernetzung von Dingen, Internet of Things geht, und in der Landwirtschaft, gerade in dem Bereich, wo es um Campusnetze geht, Edge Computing und so weiter. Dort brauchen wir 5G. Und da geht es oft gar nicht so sehr nur um die Bandbreite, sondern geht es oft genau um diese Themen wie Latenz und die ganzen speziellen technischen Eigenschaften, mit denen 5G ausgestattet werden kann, dass nämlich sozusagen auf einem Netz drei unterschiedliche Netzlayer aufgebaut werden können. Also das ist einer der Faktoren, die sicherlich entsprechend wichtig sind, die wir beachten müssen. Und was auch wichtig ist, wir können 5G nicht ohne Glasfaser sehen und feststellen, also auch dieser Ausbau ist wichtig und muss in einer Breitbandstrategie mitgetragen werden. Aber es gibt nicht nur das eine und das andere, sondern es gibt es beide zusammen. Vielleicht ein Faktor, was wir heute sehen, ist, dass insgesamt zu dem Thema Ausbau und Breitbandstrategie noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Es gibt einfach unterschiedliche Ausbaumodelle bei Glasfaser. Da müssen wir schauen, dass wir da uns gewisse Standards auch in Österreich suchen, um hier wirklich effizientes ausbauen zu können. Ein wichtiger Faktor ist, oder ein wichtiges Problem ist, dass manche das Fiber to the Home als Glaubensfrage verstehen, ohne hier sozusagen das Miteinander der beiden Technologien 5G und Glas richtig zu beurteilen. Ich glaube, hier könnten wir viel mehr vorwärts bringen, wenn wir uns da mehr zusammenbringen, die ganzen Themen, die man braucht, mit den Bauvorschriften und so weiter. Ich glaube, unser Rechtssystem ist in manchen Themen nicht, noch nicht sozusagen in der Lage, dort wirklich für eine schnelle Ausrollung alles bereitzustellen. Und wie gesagt, alle diese Themen sind natürlich Themen, wo wir jetzt noch diskutieren müssen, die uns jetzt noch beschäftigen, wo es einfach nur eine Lösung dann gibt, wenn wir darüber reden. Auch das Thema Überbauung ist gerade im Land eines jener Themen, weil die Frage sich stellt, müssen wir zwei oder drei Technologien oder drei Glasfasernetze parallel bauen, oder sollten wir hier nicht durch Baukoordination entsprechend bessere Lösungen schaffen? Also wie gesagt, hier gibt es noch viel zu tun, und wie gesagt, für die RTR kann ich sagen, sind wir gerade dabei, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, und vor allem für die Länder und die Gemeinden auch und für die Ansprechpartner in den Gemeinden eine Plattform aufzubauen, wo sie genau mit ihren Fragen und für Unterstützung auf uns zukommen können. Also sie kann allen nur anraten, gerade wenn es um Entwicklung am Land geht oder auch die Thematik, wo es um elektromagnetische Strahlung geht, da sollten in den nächsten Wochen auch auf unserer Homepage einige Neuerungen kommen, wo Sie direkte Kontaktmöglichkeiten haben und da direkte Informationen sich holen können. Und jetzt auf die nächste Seite gehe, komme dann schon mitten in das Thema hinein. Das war eine Studie, die das BMLRT gemeinsam mit den Kammern 2018 gemacht haben, und da gab es eine Forderung, die sagt sozusagen, Mobilfunkzugang auf allen Agrarflächen ist zentrale und entscheidende Voraussetzung, um hier am Land das voranzubringen. Der Ausbau der flächendeckenden Netzabdeckung auf allen Agrarflächen ist voranzutreiben. Und ja, wie gesagt, diese Forderung, die unterschreibe ich auch zu 100%, diese Forderung ist aber eine, die auf jeden Fall Teil auch unserer letzten 5G-Ausschreibung war, die wir berücksichtigt haben, wie wir die Auktion für die 5G-Frequenzen, die gerade versteigert wurden, gestaltet haben. Und da möchte ich festhalten, wie war es früher? Früher ging es darum, man über Coverage gesprochen wurde über Bevölkerungsabdeckung, also Wohngebiet, Population
Coverage bedeutet eigentlich bewohntes Gebiet, sprich das macht ein Gebiet von rund 12% der Fläche Österreichs aus, wo wirklich Auflagen, Versorgungsauflagen nachhaltig gegeben waren. Wir haben das jetzt in der jetzigen Ausschreibung geändert und dort ist jetzt besiedeltes Gebiet vorgesehen. Das bedeutet rund 38 bis 40% der Fläche Österreichs, ich meine 60% sind Berge, 40% sind dieses besiedelte Gebiet, wo Felder sind, wo Straßen sind, auch Nebenstraßen, nachrangige Straßen, wo Eisenbahnen, nachrangige Eisenbahnen sind. Also genau dieses Gebiet ist jetzt unter Versorgung gedacht und es war Ziel mit der Versteigerung, hier eine nahezu flächendeckende Versorgung zusammenzubringen und um das haben wir uns auch entsprechend dann gekümmert. Wie gesagt, warum flächendeckende Versorgung? Weil damit es funktioniert und dass wir diese Anwendungsbereiche, ich meine, betrifft alle Bereiche, nicht nur die Landwirtschaft hier, um das alles umzusetzen, ist es notwendig, dass wir unbedingt uns darum kümmern, die Infrastruktur dort, wo Menschen sein können, zur Verfügung zu stellen. Und daher ist eben eine nahezu flächendeckende Versorgung eine Grundvoraussetzung. Und wie gesagt, damit das sichergestellt ist, da kommt dann die ATR ins Spiel. Und da gibt es auch eine effiziente Frequenzverwaltung zu machen für diese mobilen Technologien. Wie gesagt, was war unser Ziel? Was haben wir uns vorgenommen, dass die 5G-Spektren rasch vergeben werden und vor allem auch die ländlichen Gebiete damit sozusagen entsprechend daraus einen Vorteil haben. Wie gesagt, im Frühjahr 2019 wurden die 3,4 bis 3,8 GHz versteigert, das war die Versteigerung im letzten Jahr. Wie gesagt, die speziell für die Themen Campusnetze, aber auch sozusagen kleinere, kleinmaschige Netze eher im städtischen Bereich auch vorgesehen ist. Und heuer, bitte verzeihen Sie mir hier auf der Folie, ist ein Fehler noch drinnen, das war die ursprünglich geplante Vergabe. Die Vergabe hat jetzt gerade erst im August stattgefunden, also im Sommer und nicht im Frühjahr 2020. Sie wissen warum, Corona-bedingt mussten wir da verschieben, aber da ging es um die Flächenfrequenzen. Die wurden eben jetzt vergeben mit entsprechenden Versorgungsauflagen. Ich komme dann darauf zu den entsprechenden Laufzeiten, damit wir hier wirklich langfristig eine Abdeckung gesichert haben. Und dann kommt dazu der Themenbereich 26 GHz und ich möchte einfach sagen, dort wo sich die Menschen, was immer dann ist, diese nicht oder ungeklärten Fragen zu 5G darstellen, das ist das, was sie eigentlich im 26 GHz und in dem hochbandigen Bereich entsprechend abspielt, weil ich möchte es auch nur mal betonen, 700 MHz, 2,1 MHz, das sind Frequenzbereiche, die schon seit 25 Jahren in diesem Land im Einsatz sind und wir keine wirklich großartigen Störungen daraus feststellen konnten in den letzten 25 Jahren und das ist doch ein längerer Zeitraum. Aber wie gesagt, das wurde jetzt vergeben, da war die Auktion vor 2 Wochen zu Ende. Ich glaube, wir konnten das sehr erfolgreich abschließen. Wie gesagt, ein paar Meilensteine zu dieser zweiten 5G-Auktion, das festzuhalten, nur mal vorausgeschickt. Ziel war es, Flächendeckung zu erreichen. Ziel war bei dieser Auktion, so steht es auch im Gesetz, nicht irgendwelche Erlösmaximierungen zu haben. Wir sehen es ja, dass gerade diese Auktion im Jahr 2013 dazu geführt hat, dass viele Gegenden bei uns heute schlecht oder gar nicht mit LTE versorgt sind, also gar nicht den Zugang zu dieser Technologie haben. Wir haben hier sicherlich die Investitionsfreudigkeit stark gehemmt und wie gesagt, wir haben auch keine klaren Vorgaben damals gemacht, um gerade Gebiete im ländlichen Bereich ordentlich zu versorgen, weil hätten wir das gemacht, dann wäre natürlich das Auktionsgut bedeutend weniger sozusagen im Wettbewerb gestanden. Wie gesagt, zu diesen Frequenzpaketen heute kann man jetzt in dem Sinn sagen, wir haben eine Bonusstufe eingeführt und insgesamt konnten wir zusätzlich zu dem bereits jetzt schon abgedeckten Gebiet sicherstellen, dass von 2100 in Österreich festgestellten schlecht versorgten Katastralgemeinden, nicht Gemeinden, Katastralgemeinden als kleinste Einheit von diesen 2100 Katastralgemeinden, die in Österreich nicht oder
schlecht versorgt sind, werden in Zukunft 1702 verpflichtend durch die Betreiber versorgt werden. Also wir werden es schaffen, dass wir bis 2025 hier eine flächendeckende Versorgung zusammenbringen werden. Und der Nettoaktionserlös mit rund 202 Millionen Euro ist eben im Zusammenhang mit diesen besonderen Versorgungsauflagen zu sehen, die in Summe rund eine halbe Milliarde bis 600 Millionen Euro ausmacht. Also man muss das dazu sehen, hier waren die Frequenzen sozusagen mit einer entsprechenden Hypothek belastet, die aber dazu führt, dass entsprechende Investitionen jetzt gedeckt werden können. Und um das zu veranschaulichen, wie gesagt, das sind die Versorgungsauflagen, die verpflichtend dabei sind. Wir konnten durch dieses Bonus-Aus-System entsprechend Katastralgemeinden, die jetzt zusätzlich versorgt werden, und da handelt es sich wirklich um Gemeinden, Katastralgemeinden, die in den letzten 25 Jahren nicht versorgt worden sind. Also hier wirklich ein Zusatz-Add-on. Und wenn Sie schauen auf der Karte, sehen Sie diese roten und orangen Flecken, um die geht es. Die sollen in den nächsten 5 Jahren entsprechend versorgt werden und dort auch mobiles Breitband umfassend zur Verfügung zu stellen, vor allem auch in den Gebieten, wo es Felder gibt, wo es Waldwege gibt, alle diese Themen, wo man das in Zukunft brauchen wird und brauchen kann. Und da bin ich bei einem wichtigen Faktor, den wir natürlich auch beachten müssen. Ohne Glas wird es nicht gehen, weil ein 5G-Sender kann nur dann wirklich seine Leistung bringen, wenn er auch mit Glas versorgt ist. Also auch das bitte ich immer wieder damit einzurechnen. Und ein Faktor, wie gesagt, weil ich in der letzten Diskussion das öfters gehört habe, wie wird das überprüft? Ich sage, da gibt es sehr strenge, wer die Auktionsbedingungen liest, wird sehen, dass es sehr strenge Möglichkeiten, also Vorgaben gibt, wie das Ganze dann überprüft und überwacht wird. Und wenn hier diese Versorgung, die da von den Betreibern versprochen ist, nicht sichergestellt wird, gibt es Penalen, die in Summe teurer sind, als wenn sie den Standort bauen würden. Das war ganz wichtig, dass man sagt, wir müssen bei den Penalen teurer sein, als wir das, was es effektiv kosten kann. Also auch hier sind Sicherheiten gegeben und ich bin guten Mutes, dass wir das entsprechend voranbringen. In Summe wird die österreichische Bevölkerung und die Wirtschaft genau von dem profitieren. Vollversorgung, Investitionsschub, positive Effekte beim Glasfaserausbau ins Land hinaus, was natürlich dann genau dieser Forderung, dass wir Flächen, wie also Agrarflächen versorgt haben und versorgen können, entsprechend unterstützt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den wir nicht außer Acht lassen sollen. Und der Vorteil, den natürlich mit den Vorgehen hier die Betreiber haben, ist, dass sie jetzt über die nächsten Jahre Planbarkeit und Rechtssicherheit haben, was sie bis 2025 erfüllen müssen und entsprechend die Liquidität entlastet ist, was wichtig ist für die Investitionen. Gerade heute wichtig ist, dass die Firmen liquide sind, um Investitionen machen zu können, weil damit das Geld sofort in den Ausbau kommt. Das ist der Vorteil bei dieser Vorgehensweise, wie wir sie hier gewählt haben, dass das Geld sofort in den Ausbau entsprechend reinkommt, dort direkt investiert werden kann und muss. Im Gegenzug aber es nicht lang dauert, durch komplizierte Verfahren über Forderungen, das wieder zurückgespült wird und damit das Geld für längere Zeit den Unternehmen zur Investition entzogen wird. Also das ist aus meiner Sicht auch wichtig für Arbeitsplatzsicherung, gerade auch im ländlichen Bereich, was Tiefbau und diese Sachen betrifft, weil ja die größte Wertschöpfung auch beim Ausbau der Mobilfunknetze direkt eigentlich in der Region, wo ausgebaut wird, getroffen wird. Wie gesagt, ergänzend gibt es dann natürlich entsprechende Regelungen, die das unterstützen, wo es um Kooperationen geht, gerade wo es um die Richtung geht, Überbau zu verhindern. Auch im Breitbandausbau ist das DKG entsprechend dahingehend auszurichten, dass wir Kooperationen fördern. Hier viel stärker als bisher Sorge dafür tragen, dass nicht doppelte Infrastrukturen aufgebaut werden, wo sie nicht notwendig sind. Und gleichzeitig aber zu schauen, dass man den Wettbewerb sichern. Und das ist ein Faktor, der für die Unternehmen, für den Wettbewerb und auch für den Konsumenten wichtig ist. Kurz noch zum Abschluss einer der Punkte, ich habe es angedeutet, wenn wir über Digitalisierung reden,
egal ob in der Stadt, am Land, im ganzen Land, eigentlich ist es bei 5G geht es um eine Technologie, die natürlich sehr, sehr viele Schnittstellen hat, gerade wenn es um Internet of Things geht, wenn es um Vernetzung der Dinge geht, das ist natürlich ein, damit können Risiken verbunden werden. Im Internet kann natürlich alles auch gehackt werden, wenn es nicht ordentlich geschützt ist. Aus diesem Grund hat ja die EU die Toolbox entwickelt. Auf Basis derer haben wir heuer im Sommer, Beginn des Sommers, die Netzsicherheitsverordnung erlassen und es wird im TKG dann eine entsprechende High-Vendor-Regelung geben, aus der dann hervorgeht, wie umzugehen ist mit risikoreichen Anbietern von Netzwerktechnologie. Also wir haben ja ein umfassendes Sicherheitskonzept in Abstimmung mit der EU und da sind wir eigentlich sehr weit vorne und da bin ich ja stolz darauf, dass wir das sozusagen in einer, auch in der Zeit von Corona umsetzen konnten. Und ich glaube, da können wir uns darauf verlassen, dass wir in Zukunft sichere Netze haben und dass wir auch für die ganzen Anwendungen, die wir in der Landwirtschaft haben werden, sichere Netze zur Verfügung haben werden. Zusammengefasst, wie gesagt, um was geht es, was braucht man, um hier am Land die Orden und 5G und Vernetzung, Anwendungen möglich zu machen. Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung, wir brauchen Rechtssicherheit bei Investitionen und bei der Technik, wir brauchen eine effiziente Frequenznutzung und entsprechenden Wettbewerb. Damit setzen wir, wenn wir das machen, Anreize für Innovation und Investitionen. Und ich glaube, da hat Österreich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sicherlich auch mit der Versteigerung, die wir jetzt gemacht haben, einen wichtigen Schritt gesetzt in die richtige Richtung. Wie gesagt, auch mit diesem Bonus, dass er sagt, versorg Gebiete, die du bisher überhaupt nicht dir angeschaut hast, dafür kriegst du einen entsprechenden Rabatt. Damit haben wir den Anreiz geschaffen, auch wohin zu gehen, wo nicht auf den ersten Blick ein Geschäftserfolg möglich ist. Und damit eben auch Versorgung zu schaffen für solche, die bisher keine hatten. Gerade, wie wir aus Corona auch gelernt haben, ist das ein wichtiger Faktor, um den Digital Divide zu verhindern. Und ich glaube, wenn wir mit 5G gleichzeitig auch entsprechenden, unter anderem auch geförderten Glasfaserausbau, eine wirkliche Versorgung im ländlichen Gebiet schaffen mit Breitbandtechnologien, das eine sehr, sehr gute Möglichkeit und Chance ist, sozusagen wirklich das Wirtschaften auf dem Land, da will ich nicht nur sagen die Landwirtschaft, sondern eigentlich von der Produktion bis zum Verkauf, das gesamte Wirtschaftssystem so aus- und umzubauen, um auch, ich sag, anstatt dass die Leute von dort wegziehen, sie dort bleiben bzw. auch wieder rausziehen. Ich sag, gerade die Thematik, wir haben ja diesen Umbruch mit Homeoffice und all diesen Dingen, dass es einfach wichtig ist, wenn ich Homeoffice machen will, dann muss ich halt in jeder auch noch so abgelegenen Region, wo ich mich aufhalte, die Möglichkeit haben, mich mit der Welt zu verbinden. Und genau dafür ist 5G und die Breitbandstrategie und Technologie da. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und zum Abschluss noch, wie gesagt, damit unsere Landwirtschaft zukunftsfit wird, brauchen wir feste und mobile Infrastruktur. Wie gesagt, wir sind dran und wir als RTR fühlen uns dem Ziel auch verpflichtet, hier langfristig, nachhaltig dafür zu sorgen, dass diese Dinge sichergestellt werden, wie wir ja tagtäglich merken. Und wenn man sich die ganze Corona-Sache anschaut, ist es ja heute umso wichtiger denn je. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Steinmaurer, für diesen wirklich, wie ich finde, sehr, sehr guten Überblick auch über die Situation und die Strategien im Bereich Breitbandausbau und speziell 5G. Wir sehen uns etwas später noch in der Diskussion wieder. Ich würde jetzt wiederum bitten, den Herrn Dr. Hermann Bultkamp auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne zu treten und mit seiner Präsentation zu starten, wo es wiederum speziell um die Anwendungen und die Möglichkeiten auch in der Landwirtschaft im primären Sektor geht. Ja, vielen Dank, Herr Hirt. Ich möchte aufbauen auf meinem vorherigen Vortrag, wo ja schon deutlich gemacht wurde, dass wir ein flächendeckendes Mobilfunknetz
für die Landwirtschaft brauchen. Und ich möchte Ihnen jetzt auch erklären, warum und für welche Anwendungsfälle das unbedingt notwendig ist. Wenn wir über digitale Landwirtschaft sprechen, dann meinen wir einfach die Vernetzung von Maschinen untereinander, mobilen Maschinen in der Regel, mit dem Hof oder mit Beratern, Händlern, Lieferanten und so weiter. Und auch der gesamte Hof in sich sollte miteinander verbunden sein und das Ganze dann über ein Funknetz. Wir haben uns beim VDMA in verschiedenen Arbeitskreisen sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Technologien wir dafür am besten verwenden, aber dazu gleich mehr. Also weiterhin, das ist unser Ziel, wir möchten die verschiedenen Prozessschritte in der hier zum Beispiel Pflanzenproduktion, Außenwirtschaft miteinander kombinieren, und zwar ohne, dass es einen Systembruch gibt. Und wir möchten also, dass die Objekte, die bei jedem Schritt in dieser Prozesskette entstehen, durch einen digitalen Zwilling oder mindestens durch einen digitalen Schatten miteinander verbunden sind. Ja, es wird niemals uns gelingen, alles bis ins Letzte digital darzustellen, aber vielleicht die wesentlichen Dinge. Wichtig ist das Ganze auch, um die Nachverfolgbarkeit von Lebensmitteln herzustellen, denn auch das haben wir gesehen, je mehr der Landwirt über seine Lebensmittel weiß oder mitteilen kann, umso besser ist es auch mit dem Preis anschließend für den Landwirt. Also man kann kaum Kartoffeln verkaufen, ohne zum Beispiel der Pommes frites Firma genau zu sagen, wie die Kartoffeln gewachsen, wo gewachsen, wie gedüngt, wie gespritzt wurden und so weiter. Das gilt natürlich nicht nur für die Pflanzenproduktion, das gilt auch für die Tierhaltung. Auch dort wollen die Verbraucher immer mehr wissen, wie das Fleisch entstanden ist, was sie dort kaufen, bis hin also zu den entsprechenden Labels, die darauf dann aufbauen. Und wenn man das Ganze etwas allgemeiner nimmt, also nicht nur Tierhaltung oder Pflanzenbau, dann vielleicht für die gesamte Lebensmittelproduktion, dann wäre es also sehr wünschenswert, wenn es dort eine Kette gäbe von der Agrarchemie bis hin zum Lebensmittelhandel, um eben den kompletten Werdegang der Lebensmittel verfolgen zu können, der dann vielleicht mit einem QR-Code auf dem Lebensmittel abgedruckt ist, also nicht der ganze Prozess, sondern eine Internetseite, die auf den Prozess hinweist. Und es gibt ja auch schon große Lebensmitteldiscounter wie Aldi Süd zum Beispiel oder Hofer heißt es bei Ihnen, wo das ja mit möglich ist. Ja, und auch da gehen wir davon aus, dass der Verbraucher hier immer mehr über das wissen möchte, was er dort zu essen bekommt. Also von daher ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette für die Lebensmittelproduktion auch eine zentrale Aufgabe der Landtechnikindustrie. So, jetzt gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, zu vernetzen mit Mobilfunk oder mit WLAN. Es gibt das neueste WLAN oder Wi-Fi, sagen die Engländer, Amerikaner. Wi-Fi 6 hat schon sehr, sehr gute Eigenschaften, aber dennoch, es gibt grundsätzliche Unterschiede. Mobilfunk findet immer in einem lizenzierten Frequenzband statt, WLAN in der Regel nicht. Also WLAN kann leicht gestört werden, deshalb ist auch der Quality of Service grundsätzlich schlechter mit WLAN als mit Mobilfunk. Da Sie in einem lizenzierten Band arbeiten, mit Mobilfunk kann man dort eben entsprechend stärkere Sendeleistungen haben als bei WLAN. Sie kennen das vielleicht von Ihrer Fritzbox zu Hause. Dort ist auch die Sendeleistung sehr stark limitiert. Dementsprechend ist auch die Abdeckung nicht sehr groß und auch die Durchdringung von Wänden oder Fenstern ist auch nicht sonderlich gut. Also insofern auch dort ein lizenziertes Band für Mobilfunk eben viel günstiger. Dann können Sie über Mobilfunk viel mehr Teilnehmer einbinden als bei WLAN. Das ist dort immer begrenzt. Aber der größte, ja, und dann ist das nächste Problem, WLAN ist für mobile Arbeitsmaschinen kaum geeignet. Es gibt zwar ein spezielles WLAN für Mobilität, das heißt dann WLAN-P, bei dem entsprechenden Standard. Aber das funktioniert zum Beispiel nicht mit Ihrem Handy. Aber der größte Nachteil aus Sicht der Landtechnikindustrie ist bei WLAN eben, dass das Datenalter oder die Latenz mit der Anzahl der Teilnehmer ständig zunimmt. Während es bei 5G oder auch bei 4G oder 3G mehr oder weniger konstant ist. Also wir reden hier beim Datenalter bei 5G Zielgröße auf jeden Fall besser 10 Millisekunden. Während wir bei 4G vielleicht eine
Zielgröße haben, so von 50 Millisekunden. Und über 3G möchte ich eigentlich gar nicht mehr reden. Das wird zumindest in Deutschland im nächsten Sommer abgeschaltet werden. Und die Frequenzen werden dann eben genutzt für 4G und 5G. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, auch 2G wird in Deutschland oder GSM wird wohl in 3 Jahren abgeschaltet werden in Deutschland. Und auch die frei werdenden Frequenzen, sogenannte Flächenfrequenzen, dann werden für 4G und 5G genutzt, sodass wir dort relativ schnell vorankommen in der Netzabdeckung. Zurzeit können übrigens etwa die Hälfte aller deutschen 5G-Netze empfangen, wenn sie einen entsprechenden Vertrag und ein entsprechendes Handy haben. Und es ist das Ziel der 3 großen Mobilfunkgesellschaften in Deutschland, also Telefonica, T-Mobile und Vodafone, das für etwa 3/4 der deutschen Bevölkerung bis Ende des Jahres zu haben. Also 5G für 3/4 der Bevölkerung. Natürlich hauptsächlich in den städtischen Bereichen, nicht so sehr auf dem Land. So, wenn wir jetzt über Verbindung von Landmaschinen untereinander reden, dann ist natürlich die Entfernung zwischen den Maschinen und dem Hof sehr wichtig. Wir sprechen dort von einem Ultra-Short-Range. Das ist zum Beispiel innerhalb des Fahrzeuges oder wenn das Fahrzeug noch ein Anbaugerät hat, dann berühren sich ja auch die Fahrzeuge, dann nimmt man in der Regel den ISO-Bus. Und wir arbeiten derzeit in der Normung auch an einem drahtlosen ISO-Bus und auch an einem High-Speed-ISO-Bus. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt ein ISO-Bus. Der High-Speed-ISO-Bus wird im Wesentlichen auf Ethernet-Kabeln basieren, so wie beim Computer auch. Und der Wireless-ISO-Bus, ja, möglicherweise machen wir das dann mit WLAN, dann ist das quasi so, wie wenn man eine Fritzbox vorne auf dem Traktor baut und am Anbaugerät hat man das Gegenstück dazu. Also da wird zurzeit stark dran gearbeitet, da reden wir jetzt so im Bereich von vielleicht bis zu 20 Meter Entfernung. Dann haben wir den Bereich Short Range, das sehen Sie dort unten links. Hier sehen Sie ein Foto von der Firma Klaas. Da sind 2 Mähdrescher im Einsatz und bei der Übergabe des Korns muss die gegenseitige Position automatisch, also wird in dem Fall automatisch koordiniert, gesteuert. Dazu ist oben eine Kamera an diesem Übergaberüssel von dem Mähdrescher und damit wird das relativ zueinander positioniert. Da reden wir jetzt von Entfernung bis vielleicht 10, 20, 30 Meter. Das kann man entweder über eine spezielle Mobilfunktechnologie oder vielleicht auch über WLAN realisieren. Midrange ist der Bereich zwischen Feld und Hof, auch nachts natürlich, wo eben entsprechende ISO-Bus-Daten durch die Luft sozusagen an den Hof übertragen werden. Dort werden Arbeitsbefehle an die Maschinen ausgegeben, deren Quittierung wird übertragen, sodass man eben zu Hause nicht sich ins Büro setzen muss und alles nochmal auf Papier, auf Pen and Paper nachtragen muss. Ja, Long Range wäre dann noch weiter. Und Ultra Long Range, dafür gibt es dann auch hochfliegende Ballons, Flugzeuge. So etwas ist aber in Europa nicht üblich, aber es kann durchaus schon mal sein, dass man so etwas in Brasilien oder in Kasachstan macht, um eben auf Gebieten, wo man so gut wie gar keine Mobilfunkabnetzung hat, temporär ein Netz aufzubauen. Ja, die Daten, die dort ausgetauscht werden, unterscheiden wir dann grundsätzlich einmal, das sind die Daten zwischen 2 Maschinen, die können zur Steuerung genutzt werden, also dann nennen wir das kooperative Maschinen oder für Fahrerassistenzsysteme. FEND spricht dann von einer elektronischen Deichsel, das heißt, in einer Maschine sitzt ein Fahrer, der gleichzeitig eine zweite fahrerlose Maschine beobachtet und auch dann die Daten des Bildschirms der zweiten Maschine auf seinem Bildschirm sichtbar machen kann. Ja, oder eben, wie gesagt, dieser Mähdrescher mit dem Traktor und dem Ladewagen dahinter, der auch eine kooperative Maschine. Das geht natürlich auch mit Häcksler genauso. Dann haben wir eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation zwischen Traktor und Auto. Da wird zurzeit massiv dran gearbeitet. Besonders in Dresden beim 5G-Lab gemeinsam mit Vodafone und T-Mobile. Dort möchten wir eine Verbindung aufbauen, dass eben ich sprach da heute Morgen in meinem Vortrag schon von die Verkehrssicherheit zwischen Landmaschinen und normalen Fahrzeugen verbessert wird. Auch zwischen Traktor und Infrastruktur ist dort vorgesehen. Wenn zum Beispiel der Traktor mit dem vollen Ladewagen zum Getreidetrockner ankommt, dann sollten entsprechende Daten direkt vom Traktor drahtlos an diesen Getreidetrockner übergeben werden.
Ja, und dann haben wir so Funktionsdaten, die zwischen Maschinen übertragen werden. Das könnten Positionen, Geschwindigkeiten, Karten, Spuren sein, je nachdem, auch wie viele Maschinen dann auf einem Feld gleichzeitig arbeiten, sodass der eine weiß, was der andere schon tut oder getan hat. Dann neben diesen eigentlichen Daten zwischen zwei Maschinen sprechen wir auch, gibt es eine Maschine zur Cloud-Kommunikation, also zum Farm-Management-System im Wesentlichen. Da werden vielleicht Bild- oder Videodaten ausgetauscht, auch Daten zur virtuellen Realität, also VR-Brillendaten, wenn man zum Beispiel vor Ort die Reparatur einer teuren Landmaschine unterstützen möchte. Ja, und dann gibt es die Cloud-to-Cloud-Kommunikation, da gehe ich gleich noch ein. Also da werden im Wesentlichen agronomische Daten ausgetauscht. Das ist also eigentlich der Kernzweck der Digitalisierung. Und auch dort gibt es natürlich firmenspezifische Lösungen. Bei John Deere heißt das FarmSight oder bei Claas heißt es 365 FarmNet oder es gibt auch ein DKE, also einen Agri-Router an der Stelle, wo das mit möglich ist. Aber auch dort wird derzeit an der Standardisierung dieser Schnittstelle zwischen den Clouds im agronomischen Bereich gearbeitet. So, hier sehen Sie ein ganz interessantes Beispiel. Da hat die Firma Claas mit der Firma BMW eine sogenannte API-Vereinbarung, das ist eine Application Specific Programming Interface, also ein spezielles Programmierschnittstelle gebaut zwischen der Cloud von Claas und der Cloud von BMW. BMW hat da jetzt keine eigene Cloud für die Navigation, sondern das heißt, das war früher mal ein Nokia-Produkt, das heißt heute hier, das ist gemeinsames Eigentum von BMW, Volkswagen, Audi und Daimler. Und das nutzen Sie alle, wenn Sie Verkehrsinformationen in Ihrem Navigationssystem dargestellt bekommen, zum Beispiel, oder irgendwelche Warnungen. So kann man auch natürlich warnen, dass eine Landmaschine auf einer engen Straße unterwegs ist und dann den Fahrer dieses Autos sagen, hier eine langsame Landmaschine ist voraus, bitte such eine Umfahrung, weil sonst gibt es dort einen Stau oder noch schlimmer, ihr fahrt euch fest an der Stelle. Ja. So etwas ist besonders wichtig für touristisch interessante Gebiete. Also wenn, ich habe das mal erlebt auf Rügen an der Ostsee, dort gibt es sehr enge Alleen und sehr viel Weizenfelder. Und wenn die dann im Sommer, vielleicht im Juli ernten und auch gleichzeitig die ganzen Urlauber dort sind, ja, dann gibt es dort schon große Staus auf diesen engen Alleen. Und die Bäume möchte auch keiner abhauen. Eine andere Initiative ging von ETSI aus. ETSI ist das European Telecommunication and Standardization Institute in der Nähe von Nizza. Dort ist also der europäische GSM-Standard entstanden, den heute jeder nutzt für sein Handy. Die möchten die Verbindung zwischen Landmaschinen, in dem Fall eine John Deere-Maschine und hier auch wieder ein BMW, über WLAN oder über Mobilfunk realisieren. Wenn man das über WLAN macht, dann nennt man das G5 und wenn man das über Mobilfunk macht, nennt man das 5G. Das haben wir ausprobiert mit mehreren Traktoren, das funktioniert ganz prächtig. Wir konnten so Blinkersignale vom Traktor übertragen oder dass er bremsen möchte oder dass die Straße schmutzig ist oder dass vor dem Traktor ein weiteres Fahrzeug fährt oder und so entsprechende Warnungen in das Navigationssystem des nachfahrenden oder vorausfahrenden Fahrzeugs einspielen. Dann gibt es zur Cloud. Da gibt es eine Vereinbarung, an der auch mittlerweile die Österreicher dabei sind, also mit CNH, also Steyr ist dabei zum Beispiel, und Case New Holland ist dabei und Claas und John Deere. Das Ganze heißt Data Connect. Das findet man auch relativ leicht im Internet. Dort kann man dann die Maschinen von John Deere zum Beispiel in der Claas Cloud sehen oder die von CNH kann man in der John Deere Cloud sehen und entsprechend auch administrieren. Aber das ist, wie gesagt, keine internationale standardisierte Lösung, sondern nur eine Lösung zwischen diesen drei großen Firmen, die natürlich einladen, dass alle kleineren Firmen dort mitmachen. Aber das wollen die vielen kleineren natürlich nicht. Sie möchten lieber eine internationale, weltweit geltende Lösung haben als ISO-Standard. Daran wird, wie gesagt, gearbeitet. Und das könnte dann so aussehen. Die Daten, die auf dem ISO-Bus in der Landmaschine vorhanden sind, werden über dieses Extended Farm Data Interface, so wird dann auch der Standard heißen,
an die Cloud des Herstellers der Maschine übertragen und dann wird zwischen diesen Herstellern über eine standardisierte, also dann bei ISO standardisierte Schnittstelle werden die Daten ausgetauscht, sodass man eben eine firmenspezifische Schnittstelle zwischen der Cloud des Herstellers und der Maschine des Herstellers hat, aber zwischen den Hersteller-Clouds eine standardisierte. Daran wird derzeit gearbeitet. Und wenn jetzt die Maschinen direkt miteinander reden, dann ist wie gesagt noch offen, ob wir das über 4G oder 5G oder gar über Wi-Fi 6 machen oder über diesen Wireless ISO-Bus oder wenn die Maschinen sich direkt berühren, dann über Kabel und Stecker, wie das heute ja üblich ist. Ja, jetzt wurde auf der letzten Agritechnica von John Deere eine mobile Mobilfunkstation gezeigt. Ich habe sie hier mal fotografiert. Die kann man vorne oder hinten mit dem Traktor transportieren. Dort ist ein ausfahrbarer Antennenmast dabei. Der kann 11 Meter ausfahren. Dort oben sind 4 Antennen. Sie sehen sie dort ganz rechts. Damit kann man, je nachdem, welche Funktechnologie und welche Frequenz man eben wählt, funken. In Brasilien wird es mit 4G gemacht. Dort haben wir dann etwa eine Reichweite von 8 Kilometer. Das heißt 200 Quadratkilometer Abdeckung. So ein Ding kostet etwa 1000 Euro. Und der ROI ist in einem Jahr. Das kann man käuflich erwerben. Mittlerweile geht das auch nicht nur in Brasilien, das geht auch in Nordamerika, in einigen Bundesstaaten. Da ist auch alles entsprechend veröffentlicht worden von John Deere. Und auch einige Experimentierfelder in Deutschland möchten solche Geräte haben, um dort eben an Stellen, wo man kein Funknetz hat, temporär für irgendwelche Erntesituationen oder andere Situationen so etwas aufzubauen. So etwas wird scherzhaft oft auch als Funklochstopfer genannt. Hier sehen Sie so ein Beispiel, wie, das ist das Bild, was ich dort auf der Agritechnica fotografiert habe von John Deere, nicht, wie das eben miteinander verbunden ist. In Brasilien, wie gesagt, gang und gäbe, dort werden bis zu 250 Landmaschinen über eine mobile Mobilfunkstation verknüpft, gesteuert und versorgt. Dann einige Use Cases, die wir derzeit im Detail definieren, gemeinsam mit T-Mobile und dem Deutschen Bauernverband. Da geht es einmal diesen Use Case Verkehrssicherheit, davon hatte ich kurz gesprochen, über kooperative Landmaschinen hatte ich gesprochen. Dann die Ferndiagnose von Maschinen werden immer wichtig. Also wenn Sie heute einen neuen Traktor von John Deere kaufen zum Beispiel und Sie unterschreiben diesen Datennutzungsvertrag von John Deere für Ihren Traktor, dann können Sie vereinbaren mit John Deere, dass zum Beispiel der maximale Spritverbrauch vielleicht 20 Liter pro Stunde nicht überschreitet und wenn, bezahlt es John Deere. Oder dass gewisse Ersatzteile am Sonntagnachmittag mit Taxi geliefert werden und sofort eingebaut werden. Oder, sodass eben beide Seiten da was von haben, dass diese Daten ausgetauscht werden. Vorausschauende Wartung kann man machen. Man kann zum Beispiel irgendwelche Vibrationssensoren an Kugellagern anbringen, die dann entsprechende Daten übertragen, sodass eben der Mähdrescher in der Erntezeit auch nicht kaputt geht. Feldroboter, Feldschwärme sind weitere Use Cases. Also Feldroboter sind einzelne Feldschwärme, sind mehrere Feldroboter auf einem Feld, in denen wir drahtlose Kommunikation gebrauchen. Dann auch bei der Fernüberwachung mit Drohnen. Man lässt eine Drohne steigen, um zu schauen, ob in dem Feld ein Fahrrad liegt oder ob es befahrbar ist oder ob es eine Mäuseplage gibt oder wie entsprechende Pflanzen erkrankt sind. Das ist auch dort möglich. Da gibt es übrigens ein schönes Produkt von der Firma BayWa. Die überfliegen ein Maisfeld mit einer Drohne in großer Höhe, stellen dann fest, wo der Maiszünstler in dem Feld wohnt, fliegen danach nochmal mit der Drohne das ab und lassen überall kleine Schlupfwespen in kleinen Kügelchen an den Stellen fallen, an denen diese Schlupfwespe, an denen der Maiszünstler aktiv war und machen so biologische Schädlingsbekämpfung. Das funktioniert sehr prächtig, ohne jegliche Chemie. Naja, dann brauchen viele, haben viele Landwirte, haben Handy-Apps. Dafür braucht man natürlich entsprechendes Netz oder Feldsensorik, Feuchtigkeitssensorik oder was auch immer. Stickstoffsensorik, ja, wo man entsprechende Kommunikation macht. Dann das Extended Farm Data Interface, das hatte ich Ihnen gerade vorgestellt. Naja, und in jedem dieser Prozessschritte in der Außenwirtschaft wird Kommunikation gebraucht, genauso wie in der Innenwirtschaft, zum Beispiel bei der Tieridentifikation, also diese RFID-Chips oder dann vielleicht auch künftig solche
Sensoren, um den Gesundheitszustand, die Vitalparameter der Tiere festzustellen oder auch um die Tierfütterung entsprechend zu unterstützen. Dass eben die Milch gleich nach der nach dem Melken untersucht wird und dann die Kuh anschließend das richtige Futter bekommt, damit die Milch eben noch besser wird. So, jetzt habe ich hier einige Beispiele, damit Sie auch vielleicht mal Zahlen sehen. Das muss nicht alles unbedingt gleich mit Mobilfunk gemacht werden. Oft reichen dort auch ganz lokale Lösungen. Wir nennen das dann so Ad-Hoc-Netzwerke aus. Ja? Das heißt, es gibt nur Sender-Empfänger ohne Infrastruktur, ohne Sendemast. Die Maschinen funken also direkt miteinander. Hier zum Beispiel kooperative Landmaschinen bei der Ernte. Hier zwei Maschinen von Krone. Da unten zwei Maishäcksler von Fendt mit einem Ladewagen von Fendt darunter. Oder hier dieses Produkt dort oben ist jetzt eine Entwicklung von BASF und Amazone. Dort gibt es auf 36 Meter breiter Spritze gibt es 36 Kameras und es gibt viermal so viele Düsen. Und diese Kameras sind etwa einen Meter vor der Düse platziert und können dann in einer 20 Millisekunden Reaktionszeit erkennen, ob das dort grün oder braun ist und wenn es grün ist, welche Krankheit dort ist oder welche Pflanze es ist. Man kann dort sogar einstellen, dann, ob man diese Pflanze jetzt bespritzen möchte oder nicht. Es kann ja durchaus sein, dass man die eine oder andere Pflanzensorte eben dort erhalten möchte. Das spart durchaus bis zu der Hälfte von Spritzmittel ein, also Pflanzenschutzmittel ein. Dieses Produkt wird dieses Jahr noch auf den Markt kommen und das braucht unbedingt Mobilfunkanschluss, damit eben über künstliche Intelligenz diese Bilder dieser 36 Kameras ausgewertet werden können, in Merkmale zerlegt werden können und dann eben in entsprechende Steuerbefehle an die Düsen umgeschaltet werden. An jeder Düse sind übrigens drei Flüssigkeiten dann möglich gleichzeitig. Unten sehen Sie ein entsprechendes Produkt der Firma John Deere. John Deere hat eine Firma in Kalifornien gekauft für damals etwa 300 Millionen Dollar. Die hatten diese Technologie entwickelt und hiermit kann man nun in dem Fall Mais zum Beispiel punktgenau bespritzen. Und Sie sehen, überall, wo es dunkel ist auf dem Feld, ist die Flüssigkeit gelandet und dazwischen ist es eben trocken geblieben. Sie sehen damit unmittelbar, dass damit eine große Reduktion von Pflanzenschutzmitteln möglich ist. Aber auch diese Kameras in jedem dieser weißen Kästen ist eine Kamera, benötigen ständig Internet. Ja, und dann Erfassung von Vitalitätsdaten bei Nutztieren. Ich habe das mal spaßhalber die elektronische Kuhglocke genannt. Man kann sich relativ schnell überlegen, wenn man 10.000 Nutztiere innerhalb von 20 Kilometer hat. Man braucht vielleicht eine Batterie dort drin, ein Jahr Laufzeit, das ist mit 5G möglich. Ja, und man kann dann Vitalitätsdatensatz festlegen und dann entsprechende Reaktionszeit und dann kommt man relativ schnell auf hohe Datenraten. Das mag auch noch wohl mit 4G gehen, aber besser wäre da 5G. Jetzt mal einige Anwendungsfälle für 5G. Jetzt, wie gesagt, mein Vorredner hat es ja schon gesagt, 5G ist nicht so sehr für den Verbraucher gedacht, sondern eher für das Gewerbe oder für die Landwirtschaft. Hier sehen Sie eine Fahrzeugproduktion bei Audi in einer Modellhalle. Dort sind 1800 Roboter gleichzeitig aktiv, ja, und die tauschen Daten aus und da braucht man dann sehr hohe Datenraten, die man mit 4G nicht erreicht. Also dort, deshalb ist auch Audi eine der ersten Firmen gewesen in Deutschland, die sich ein privates Mobilfunknetz aufgebaut haben mit 5G-Technologie. Genauso Daimler. Wenn Sie heute einen schönen großen Mercedes sich kaufen, ja, dann hat der in dem Entertainment-System und Navigationssystem etwa 50 Gigabyte Daten. Das ist zurzeit ein Problem, das so schnell in das Fahrzeug zu bekommen, wie das Fahrzeug hergestellt wird. Man macht das heute so, dass da teilweise 6, 7, 8 Fahrzeuge nebeneinander stehen, in denen die Daten eingeladen werden und dann wieder zurück in die Linie kommen. Das kann man künftig mit Funk machen und so hat man das auch vor, zumal sich ja auch diese Software ständig ändert und dann gibt es auch jede Menge Ländervarianten dafür. Und wenn das Fahrzeug vielleicht mal 4 Monate oder so auf Halde steht, dann muss es wieder mit der neuesten Software aktualisiert werden. Auch das geht nur mit 5G. Und ein anderes Beispiel hier aus Volkswagen. Bei Volkswagen in Wolfsburg gibt es einen großen Autoturm, da sind die fertigen Autos zur Abholung bereit geparkt.
Ja, und auch dort werden dann alle Daten, bevor sie dann den Hof verlassen, nochmal mit der neuesten Software aktualisiert. Auch das geht nur per Funk. Oder es gibt mit 5G kann man auch Objekte orten in Echtzeit auf wenige Meter. Dafür gibt es solche Tags und entsprechende Antennen. Wie sehen Sie das mal, so Beispiele, wie sich ein Werkzeug in einer Maschinenfabrik bewegt hat, welches über eine 5G-Schnittstelle angebunden war. Also es geht auf wenige Meter. Das könnte auch für die Landwirtschaft ganz interessant sein. So, wir sind beim VDMA der Meinung, dass die großen Firmen sich, ich will nicht sagen unabhängig machen sollten von den Mobilfunkfirmen, Stichwort Huawei, sondern dass sie auf jeden Fall volle Kontrolle über die interne Kommunikation übernehmen sollte. Und das sollte eigentlich für Landwirte auch gelten. Ja, damit verringert man die Abhängigkeit zu externen Netzbetreibern. Ja, man kann viele Unternehmensweichen in einem Netz haben. Also soweit ich weiß, ist derzeit Fendt, John Deere, Klaas, Fliegel und noch weitere dabei, Krone, sich eigene Mobilfunknetze aufzubauen in der Produktion für Innen und Außen. Ja, und dann kann man auch, wie beim WLAN auch, gleiche Frequenzen an verschiedenen Standorten nutzen. Man kann diese Frequenzen in Deutschland bei der Bundesnetzagentur relativ preiswert erwerben für 10 Jahre. Und kann dort dann für jedes Endgerät einstellen, welche Datenrate es haben soll, welche Rechte es haben soll, welche Datenalter es haben soll, bis hin zur kabellosen Notausfunktion. Das funktioniert recht gut, auch jetzt schon. Wir haben in Deutschland mittlerweile 79 private Firmen, oder 79 Firmen, die private Mobilfunknetze betreiben, aber gleichzeitig an mehreren Standorten und dann auch jede Menge Testfrequenzen, sodass es an mindestens 200 Standorten in Deutschland schon privates Mobilfunk gibt. Soweit ich weiß, ist das aber in Österreich nicht möglich. Ja, man kann sich natürlich auch zusammentun mit einem der großen Netzbetreiber. In Deutschland ist jetzt noch Drillisch dazugekommen, also 1&1. Die machen das auch gerne, also ein privates Mobilfunknetz, ein privates Campusnetz, aber man kann es auch mit den Netzausrüstern machen, von Nokia über Ericsson, Cisco, Enter, HP und so weiter. All die bieten mittlerweile in Deutschland, auch wahrscheinlich überall, solche Geschäftsmodelle an. Da gibt es zum Beispiel von Vodafone schon entsprechend eine Redbox, das ist so eine, ein Schaltschrank, so groß ist er auch etwa wie ein normaler Schrank, und da ist alles drin, was man für ein mobiles, für ein privates Mobilfunknetz eben benötigt. So teuer ist das in Deutschland. Wir haben dort eine, wir konnten dort erreichen beim VDMA, dass die Landwirte weniger für Frequenzen bezahlen als die Industrie, etwa ein Faktor 6 weniger. Und Sie sehen hier einfach mal, was das so kostet. Sie sehen das für einige Betriebe hier. Ich habe, nehmen wir das zweite Mal von unten, ein sehr, sehr großer Betrieb, 5000 Hektar. Oder nehmen wir mal den hier, den 1000 Hektar Betrieb. Ja, der braucht gerade 300 Euro im Monat, um so etwas zu betreiben. Als, Herr Poltkamp, ich unterbreche Sie nur sehr ungern, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich bin auch gleich durch, wirklich gleich durch. Wenn man bei der Bundesnetzagentur, das ist quasi das Pendant bei Ihnen, das zum RTR, eine Frequenz kauft, dann sieht das eben so aus, dann kriegt man eine Urkunde, das geht auch relativ schnell. Und das hat hier zum Beispiel eine Firma gemacht, Mugler heißt sie, das ist bei Chemnitz. Und die hat dann ihre Fabrik entsprechend dort ausgeleuchtet mit einem privaten Netz. Ja, und ist damit auch sehr glücklich und zeigt das auch vielen Landwirten und vielen anderen, dass man das sehr gut machen kann. Und sowas schießt zurzeit wie Pilze aus dem Boden, auch an vielen anderen Stellen. Gut, hier, das hatte ich Ihnen schon mal gesagt. Und damit möchte ich auch enden. Sie sehen, hat man Mobilfunk, hat man weniger Probleme an der Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Poltkamp. Herzlichen Dank an beide Herren. Ich muss sagen, ich fand die beiden Vorträge wirklich herausragend spannend. Und ich sehe, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern auch vielen Teilnehmenden, da die Fragen und Statements, ja, der Reihe nach eintrudeln, und ich würde Sie jetzt eben beide bitten, mit mir gemeinsam da in die Diskussion zu starten, und ich würde sagen, wir starten einfach. Da gibt es, und ich würde sagen, Sie beantworten das jeweils im Verbund oder je nachdem, wer sich dazu berufen fühlt. Welche Bandbreiten im Download und Upload sind zukünftig für die Landwirtschaft notwendig und wie sollen diese erreicht werden? Weiters meint diese Person,
In Österreich sollen im ländlichen Raum nur mit 700 Megahertz ausgebaut werden und somit sind kaum Verbesserungen zu erwarten und es benötigt einen leitungsgebundenen Ausbau. Wie sehen dies die Experten? Vielleicht starten Sie gleich, Herr Bultkamp, und dann Herr Steinmaurer. Ja, also zunächst einmal, wenn etwas auf einem Feld passiert, dann sollte man dort am besten eine infrastrukturlose Kommunikation benutzen. Wie gesagt, WLAN, es gibt auch entsprechendes Mobilfunk, das heißt dann zum Beispiel 4G, V2X, das heißt Vehicle to Everything. Das sind solche neuen Technologien, die auch bei 5G verfügbar sind. Dafür braucht man kein Sendemast. Es ist also oft genug am besten, dass das Fahrzeug dann unabhängig vom Mobilfunk arbeitet. Das geht natürlich nur in begrenztem Maße, weil man braucht mindestens ja die Korrektursignale vom GPS, aber das ist nicht sehr breitbandig. Aber ich werde auch oft gefragt, na, was braucht ihr denn so auf dem Feld? Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also natürlich werden bei dieser kamerabasierten Spritze nicht alle Daten von 36 Kameras online über das Mobilfunknetz übertragen, sondern da findet immer eine Vorverarbeitung auf der Maschine statt. Aber es sollten schon so, naja, wir streben auf jeden Fall mehrere hundert Megabit pro Sekunde an, bei einem Datenalter von besser 10 Millisekunden, würde ich sagen. Ja? Und dann kommen wir auch für die meisten Anwendungsfälle, die wir heute sehen, eben hin. Aber das heißt nicht, dass es in 5 Jahren nicht was Besseres gibt. Ja? Also ich möchte nur mal daran erinnern, als in Deutschland Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde, gab es noch nicht einmal ein iPhone in Deutschland. Ja? Und was hat dieses iPhone an Innovationen dann ausgelöst? Also wenn es mal ein Gigabit pro Sekunde auf dem Feld geben sollte, werden wir auch dafür ganz schnell Anwendungen finden. Aber derzeit sehen wir das eben noch nicht. Ja? Viel wichtiger ist die Latenz. Das ist für uns ganz wichtig. Datenalter. Nicht so sehr Datenrate. Gut. Hören Sie mich, Herr Hirt? Ja, sehr gut. Aber ich sage, ich darf dann da einsteigen und gleich anschließen, wie der Herr Bultkamp gesagt hat, die Latenz wird wichtig sein. Bei all diesen Anwendungen ist gerade was am Feld Mobiles mit Maschinen und so weiter zu tun, ist die Latenz aus meiner Sicht das vorrangige Bereich, was auch bei 5G eines der besonderen Dinge ist. Nochmals auf die Frage zurückkommen, wie ich so zuerst verstanden habe. 5G wird nicht nur am Land mit 700 versorgt sein. 5G wird mit 900, mit 800, mit allem, was potenziell möglich ist, versorgt werden. Es werden die Frequenzen, die heute für GSM verwendet werden, weniger werden. Wir werden es nicht, wie der Bultkamp gesagt hat, wie in Deutschland wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren auflassen. Nur es besteht schon eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass weniger Frequenzblöcke fürs klassische 2G, wie wir es gewohnt sind, verwendet wird, sondern alles stärker in die 5G-Technologie reingeht. Sie werden es auch heute nicht mehr so merken, weil in Zukunft wird eine Antenne da hängen, die spielt alle Stückeln von 2G bis 5G. Also das zu dieser Sache. Die 700 MHz-Frequenz, und das ist ein wichtiger Punkt einfach für den ländlichen Bereich, warum die dort so eine Rolle spielen. Also 700, 800 und 900 MHz ist, dass diese Frequenzen haben einfach die beste Ausbreitungsmöglichkeit und können große Flächen bestmöglich abdecken. Das ist eine technische Eigenschaft. Je höher die Frequenz ist, desto mehr Masten brauchen Sie, desto mehr engere Netze müssen Sie bauen, mit den großen Flächen zu bestrahlen. Ich sage, ein großes Feld zu bestrahlen. Darum haben wir ja gerade, wie dieses Beispiel von John Deere gezeigt hat, da stellen wir einen Masten hin. Wenn das eine große Fläche ist, dann kann der in Brasilien über ein Riesenfeld über 8 Kilometer streuen und in Deutschland ein großes Feld auch mit 4 Meter bestrahlen. Also wie gesagt, wir sagen immer gerade die unter 1 GHz Frequenzen bestrahlen circa einen Umkreis von bis zu 5 Kilometer, wenn entsprechend keine Berge oder sonst was dazwischen sind. Also große Flächen, Machfeld, ein typisches Beispiel in Österreich, da kann man sehr gut, sehr breit mit diesen Frequenzen bestrahlen. Und da verweise ich jetzt auf den zweiten Teil dieser Frage, auf meine Ausführungen. Ich habe gesagt, 5G ist keine reine Mobilfunktechnologie. 5G, um die Möglichkeiten wirklich nutzen zu können, brauchen wir Glas.
Ja? Aber wir müssen sozusagen den Breitband, den Glasfaserausbau hier entsprechend mitversorgen, weil nur so kann auch die Technik bestmöglich genutzt werden und können wir die Datenübertragungsraten schaffen. Können wir gerade, wir haben zuerst über Latenz gesprochen. Die Latenz funktioniert nur, wenn der 5G-Mast mit Glas angeschlossen ist und sozusagen der nächste Rechner, wo das läuft, auch keine sozusagen 10, 20 Kilometer vielleicht weg ist von der Stelle, wo das übergeben wird. Es geht nicht, also das muss man sich schon so vorstellen, dass hier nicht alles. Die Luftschnittstelle ist eigentlich auch im Mobilfunk der kürzeste Weg. Ja, ist der kürzeste Weg. Und dann geht alles schon in die Erde, ins Glas. Dann habe ich die optimale Versorgung. Also ich möchte das so sagen, hier geht es darum, und das ist, was wir auch als RTR hier in Österreich entsprechend unterstützen und versorgen. Hier geht es darum, einen gemeinsamen integrierten Ansatz voranzubringen. Und darum sage ich, wenn wir jetzt die Frequenzen versteigert haben, und die Betreiber sich zu entsprechenden Versorgungsauflagen committed haben, haben wir damit gleichzeitig auch sozusagen den Glasfaserausbau mit vorangetrieben. Ich sage das ja immer öfters, das Glas zieht das, also 5G zieht das Glas ins Land und das ermöglicht dann immer weiter auch den Ausbau zu führen. Also ich sage, genau das ist eigentlich der Zugang, mit wie ich die Zukunft sehe. Und wir werden in den nächsten 5 Jahren hier Hand in Hand die weiteren Ausbauschritte sehen, die auch mit der Breitbandstrategie der Bundesregierung ziemlich eng abgestimmt sind mit der 5G-Strategie. Also hier gab es schon einige Arbeiten und muss eines sagen, anders als wie in Deutschland, aus eigener Erfahrung habe ich ja einige Zeit da draußen gearbeitet, noch dazu für jemanden, der ja immer groß gesagt hat, was alles nicht geht, aber das Leben spielt sich dort im bewohnten Gebiet ab, sprich dort, wo die Städte sind, die größeren Siedlungen, dort haben sie locker 100 Megabit oder mehr in ihrer Wohnung. Wenn sie Telekom-Mitarbeiter sind, sogar noch mehr. Das ist die Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich sage jedem nur, fahren Sie von Wien weg oder von St. Pölten, fahren Sie auf der A1 Richtung Passau die A9 und fahren Sie in Passau drüber auf die A3. Dann merken Sie, was es heißt, sozusagen versorgte Gebiete, in denen nämlich Ihre normalen Gesprächsmöglichkeiten immer gegeben sind und Edge und solche Sachen auch nicht mehr funktionieren. Ich weiß das, weil ich bin relativ oft auch gependelt also, auf dieser Strecke. Herr Steinmaurer, wenn ich das mache, dann schalte ich mein Handy immer auf 2G um und nutze dann nicht die 3G-Frequenzen, die so bei 1,5 Gigahertz liegen, sondern die bei 800 Megahertz und habe dann viel weniger Netzabbrüche. Allerdings natürlich auch keine E-Mail, aber die brauche ich auch nicht beim Autofahren. Ja, ja, aber ich sage, wenn wir aber reden von dem, wie Sie sagen, dieses John Deere-Gerät mit den Kameras, die 5G-Verbindung brauchen, muss ich in die Fläche gehen und muss ich versuchen, dass ich hier das, und wie gesagt, die Strategie der Landwirtschaftskammer hat das bei uns ja gesagt, die haben das ja gesagt, muss ich einfach auch großweite Flächen versorgen und ich kann nicht überall weiße Fleckenstopfer hinstellen, das ist dann auch ein bisschen zu mühsam, sondern ich muss dort eine Versorgung machen und das ist genau das, was wir hier mit der RTR jetzt mit unseren 5G-Frequenzversteigerungen versucht haben, auch entsprechend voranzubringen. Und der nächste Punkt vielleicht noch ergänzend, was wir haben, und es stimmt, wir haben für diese Campusnetze, die Sie angesprochen haben, haben wir einen anderen Weg gewählt, nicht so, dass wir reserviert haben für die Gemeinden. Da sind wir jetzt dran zu überlegen, uns ist ja ein bisschen was übergeblieben im letzten Jahr von den 3,4 bis 3,8 Frequenzen, die nicht versteigert wurden, aus welchen Gründen auch immer. Und da sehe ich eine große Chance, vor allem in der Kombination mit dem 26 GHz. Ich bin da nicht so im Detail eingegangen, aber gerade in der Fläche, wo ich Outdoor bin, kann mir 26 GHz verbunden mit solchen 3-4er Frequenzen wirklich gute Möglichkeiten eröffnen, wirklich tolle Campusnetze aufzubauen. Aber das ist auch noch eine Überlegung, es muss noch ausgetestet werden. Ja, hier habe ich noch eine Frage überhört. Bis dahin nicht. Sie haben ja sogar schon eine Frage wieder vorweggenommen. Diese Frage hat nämlich auch nach den Campusnetzwerken in Österreich ein Teilnehmer gestellt. Es gibt aber an Sie, Herr Steinmaurer, noch andere grundlegende Fragen auch. Bitte um kurze Antworten auch. Jemand fragt hier,
Er hat gehört, dass es da sehr viele Masten braucht und eine sehr geringe Dichte an Sendestationen. Und wie kann ich mir das dann in meinem Ort oder in meiner Gemeinde vorstellen? Ist da dann an jeder Straßenecke jetzt eine 5G-Antenne? Und die zweite Frage, vielleicht können Sie noch mal in zwei, drei Sätzen auf das Thema Gesundheit und Risiko eingehen. Zur ersten Frage, hängen ja zusammen auch diese zwei Fragen. Wie gesagt, noch einmal, wir verwenden ja Frequenzen unter 1 GHz, 2.1 und 1500. Die 1500 ist eine Supplementärfrequenz, ich lasse jetzt aus. 2.1 Frequenzen sind die bisherigen UMTS-Frequenzen. Wenn Sie bisher 3G hatten, wurden die auf 2,1 GHz verwendet. Und 700 ist vergleichbar mit 800 und 900 MHz. Das sind die klassischen GSM-Frequenzen gewesen, die bisher schon in Betrieb sind. Das heißt, die Netze, die gebaut werden, jetzt mit 5G sind praktisch, die auf den gleichen Standorten werden neue Antennen montiert, die kleiner sind als die vorangegangenen Antennen. Und da drinnen wird jetzt 5G entsprechend abgewickelt. Das ist sozusagen, dann habe ich einmal die Fläche. Wenn ich natürlich kleinräumiger werden will, ich sage immer so, wenn es höher wird für 3,4 bis 3,8, was letztes Jahr versteigert ist, brauche ich zusätzliche Standorte. Ja, aber das sind nicht diese tausenden Standorte, vor denen sich die Leute fürchten, dass in Summe wird der Österreicher und die Österreicherin nicht so viel merken, dass dort so viele neue Standorte gebaut werden, um sozusagen mal die 5G-Abdeckung zu bekommen, das Erste. Was wirklich dann die vielen kleinen Standorte, die jetzt sozusagen im Internet herum, da bin ich beim 26 GHz-Bereich, das sind diese hochfrequenten Millimeterband, nennt das nicht mehr Mikrowelle, sondern Millimeterband, und da ist es so, dass da müssen erst die Anwendungen gefunden werden, und die sind halt im Campusnetzbereich eher zu finden und in kleinräumigen Bereichen und nur regional beschränkt und nicht sozusagen flächendeckend. Also gehen Sie nicht davon aus, dass dort jetzt Millionen von Antennen aufgebaut werden, sondern es wird sich gar nicht so viel ändern gegenüber bisher. Es wird nur eine andere Antenne draufgeschraubt werden. Erste Sache. Und die zweite Frage war, jetzt kommen wir auf den gesundheitlichen Bereich. Wie gesagt, wir müssen die Befürchtungen der Menschen ernst nehmen. Das ist auch mir ein wichtiges Anliegen. Und ich sage, oft ist es einfach nur, wenn der Mast dasteht, bietet der schon entsprechend sozusagen verursacht auch Angst. Und wie gesagt, wir kennen die Frequenz nicht, wir wissen nicht, was da passiert. Ich kann nur Fakten hier sagen. Ich habe es schon einleitend gesagt, die Frequenzen, die verwendet werden, sind Frequenzen, die wir schon haben. Also 5G ist nicht eine neue Frequenz. Die Strahlung haben wir schon seit 25 Jahren, also da ist nicht wesentlich was anderes. Die Energieeffizienz dieser Sendestationen ist besser als wie jene vor 25 Jahren. Sprich, ich sage, wenn ich heute eine 5G-Antenne nehme, dann hat die weniger Strahlung als wie eine Antenne vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Ja? Also die Strahlungswerte. Und wie gesagt, das besteht, alles ist in diesem WHO-Grenzwert, das sind die Fakten. Nevertheless muss man sich einzeln immer wieder schauen, wo sind gewisse Bereiche, die besonderer Schutz bedürfen. Man muss mit den Leuten auch reden. Wichtig ist nur, dass man sie nicht mit allen sozusagen Scharlatanerien, die auch im Internet herumgeistern, auseinandersetzt. Das ist einfach mein Plädoyer, vernünftig miteinander reden, und die Technologie geht in die Richtung. Wir müssen darauf aufbauen, einfach zu sagen, nein. Ich meine, ich will nicht das Zitat machen, was der französische Präsident gesagt hat, aber wie gesagt, mit Maß und Ziel gemeinsam am Planen ist das wichtige Faktor, und da wollen wir als RTR auch entsprechend mithelfen, und darum auch für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die heute da sind, wir sind gerade dabei, für sie auch entsprechende Argumentarien, um mit der Bevölkerung da zu diskutieren und das ranzumachen. Und wenn ja, wer Probleme hat in seiner Ortschaft und sagt, ich möchte jetzt, dass man mit einem Kompetenten redet, ich bitte mir jetzt ein, dass ich kompetent bin. Hinten auf der Vorlage sind meine genauen Daten drauf, bitte mir ein E-Mail zu schreiben. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt raus in den nächsten Monaten und komme auch in die Gemeinden im Rahmen der Corona-Vorschriften natürlich und diskutiere dort auch mit Proponenten einfach, um hier mit Argumenten auszutauschen. So, jetzt war wieder eine lange Antwort, Entschuldigung. Danke, ich glaube, wir riskieren die ein oder zwei Minuten zu überziehen, gerade aufgrund der Brisanz der
des Themas auch. Herr Bultkamp, viele Smartphone-Hersteller werben mit 5G-ready. Wird das auch bei Landmaschinen und Traktoren bald so sein? Frage 1. Frage 2. Isobus-Standard und 5G. Gibt es irgendeine Wechselwirkung oder wird das eine Auswirkung auch auf die Standards der Kommunikation haben? Also zurzeit werden jedes Jahr 1,5 Milliarden Smartphones gebaut und davon haben in diesem Jahr etwa 20% eine 5G-Schnittstelle. So ist das zurzeit. Im nächsten Jahr werden es etwa ein Drittel aller Smartphones sein und dann vielleicht 40%. Also wenn Sie sich heute ein neues Smartphone kaufen, dann würde ich Ihnen empfehlen, noch ein bisschen zu warten und dann erst dann eins zu kaufen, wenn Sie wirklich ein neues brauchen und das dann mit 5G. So, das wäre... So ähnlich sehen das jetzt auch die Landtechnikhersteller. Wie ich schon sagte, einige große Landtechnikhersteller versuchen in der Produktion mit Campusnetzen Erfahrung mit 5G zu sammeln, bevor sie das auf ihre Landmaschinen bringen. Wir hatten im Vorfeld der letzten Agritechniker mal gefragt, gibt es denn bei euch irgendjemand, der ein 5G-fähiges Produkt anbieten möchte auf der Agritechniker? Und es war keiner dabei. Es hieß, wir arbeiten dran. Aber da haben wir gefragt, na, wie ist es denn im nächsten Jahr, also im übernächsten Jahr damals, also im Jahr 2021. Und ich gehe auch davon aus, dass wir auch im Jahr 2021 auf der Agritechnica, sofern sie dann stattfindet, kein 5G-fähige Landmaschine sehen werden. Aber danach könnte ich mir das schon vorstellen. Ja? Vielleicht eben solche speziellen Produkte wie diese Mobilfunkstation, das mag sein. Aber dass jetzt ein Traktor eine 5G-Schnittstelle hat, das sehe ich jetzt einfach noch nicht. Es gibt auch noch gar keinen Bedarf dafür. Also in der Fabrik schon, bei der Herstellung des Traktors, aber nicht beim Betrieb des Traktors. Ja, also ich hoffe, dass das... Und die zweite Frage noch nach Isobus. Ja, Isobus, genau. Als die Isobus-Standardisierung anfing, vor etwa 30 Jahren, so lange ist das schon her, das hieß damals landwirtschaftliches Bussystem, entwickelt vom Professor Auernhammer in Weihenstephan. Der fing damit an. Ist man an diese Sache ganz anders herangegangen, als man das heute machen würde. Heute trennt man bei solchen Aufgaben immer Applikation von Kommunikation. Dieser Isobus-Standard hat 14 Teile. Davon sind 10 Teile reine Applikation, also Diagnoseschnittstelle, Traktor ECU oder was auch immer. Ja? Und nur 4 beziehen diese verschiedenen Layer in der Kommunikationstechnologie ein. So, und wenn wir jetzt sagen, wir möchten einen drahtlosen Isobus haben, dann werden die ganzen Applikationen davon unberührt bleiben. Und dann wird eben statt des Kabels eine Luftschnittstelle definiert werden. Ja, oder ein PC-Kabel statt einem anderen Kabel. Ja. Also von daher muss man sich dort keine Angst machen. Der Standard bleibt weitgehend unberührt. Nur, dass wir jetzt auch in verschiedenen Gruppen bei der ISO das machen. Es gibt eine Gruppe für Kommunikation und eine für Applikation beim ISO-Bus. Sehr gut und hochrangig besetzt. Vielleicht für unsere Zuhörer, es arbeiten derzeit etwa 350 Ingenieure weltweit an der Standardisierung von Agrarelektronik. Und davon beim Isobus, ich würde mal so schätzen, so gegen 100, verteilt über die ganze Welt. Und das ist auch ganz gut so, dass da nicht die Musik nur in Deutschland spielt oder in Europa, sondern dass da die Brasilianer und die Amerikaner, Japaner, Koreaner, Russen, Inder jetzt auch alle eingebunden sind, wenn wir dort an dem Standard sind. Also von daher, ich glaube nicht, dass der Landwirt dort jetzt große Auswirkungen sperren wird. Es sei denn, ne? Vielleicht kriegt er irgendwann mal eine Box, die er an seinen Isobus-Stecker stecken kann und dann geht das eben von da per eben drahtlos weiter zur nächsten Maschine. Und dann hat Danke, Herr Dr. Bultkamp. Dr. Steinmaier, letzte Frage. Sie haben es auch schon in einem Vortrag erwähnt, aber vielleicht noch einmal auch für die Zuhörer, weil es gekommen ist. Können Sie noch mal erklären, wie vor allem in der Ausschreibung auch bei 5G beispielsweise darauf geachtet wurde, dass benachteiligte Gebiete, sehr ländliche Gebiete auch mit berücksichtigt werden bei den Ausbaumaßnahmen der Lizenzwerber? Ja. In den früheren, also vor 2018, da gab es da Gesetzesänderungen, vor 2018 hieß es eigentlich sozusagen bestmöglich versteigern, sprich größten Erlös bringen. Das war 2013, weiß nicht, da waren diese 2 Milliarden, wo dann 1 Milliarde als Förderung zurückversprochen wurde. Das war dieser Teil, da ging es nur um dies. Da war auch die Vorgabe, nur auf
bewohntes Gebiet zu schauen, sprich, ich habe es erwähnt, 12% der Fläche, die mussten versorgt sein. Das ist ungefähr die Situation, wie wir sie ähnlicher in Deutschland auch haben. Dort, wo die Leute wohnen, dort gibt es draußen, wird nicht drauf geschaut. Das ist die deutsche Regulierungsbehörde hat auch, wie sie diese 5G-Frequenzen versteigert hat, auch das System so weiter angewendet. Was haben wir gemacht? Ganz kurz, wir haben erstens einmal Flächendeckung wörtlich genommen und haben gesagt, okay, überall dort, wo Menschen sein können, sprich besiedeltes Gebiet, damit die Fläche von 12% auf rund 40% erweitert, was heute Flächendeckung heißt, die versorgt werden müssen. Das war Teil der Ausschreibungsgrundlagen. Und das zweite war noch definiert, wo gibt es Gemeinden, da haben wir die kleinere Größe genommen, Katastralgemeinde, wo gibt es Katastralgemeinden, die keine oder eine sehr schlechte Versorgung haben bis heute. Und diese wurden definiert, davon gibt es in Österreich rund 2100. Und von diesen zwei, und da haben wir gesagt, okay, erster Punkt, bei den 700er Frequenzen hängen wir sozusagen eine Hypothek an. Jeder Frequenzblock, es gab sechs, jeder Frequenzblock ist mit 150 Gemeinden, die er versorgen, mit die von dem, der den Frequenzblock erwerbt, versorgt werden müssen, sprich sechs Blöcke, 150 Gemeinden sind 900. Also die waren schon mal fix in den 700ern drinnen rein verpackt und dann haben wir gesagt, okay, und dann machen wir ein Bonussystem und sagen, okay, jetzt können alle noch einen Bonus auf ihren Versteigerungsgebote haben, wenn sie sich verpflichten, zusätzliche Gemeinden zu versorgen. Und dieses Bonus, wie gesagt, das war ein Wagnis. Wir haben das wirklich europaweit das erste auch ausprobiert, hier mit diesem Setting. Und das hat dazu geführt, dass sich diese Summe 900 fast verdoppelt hat auf 1702 Gemeinden, die jetzt versorgt werden müssen von den Betreibern. Ansonsten sind nämlich ziemliche Penalen zahlen müssen, die es sehr, sehr teuer machen, wenn sie diese Versorgung bis 2025 nicht abliefern. Und das ist genau der Faktor, wo die jetzt investieren müssen, wo die sozusagen rausgehen müssen. Aber wir alle wissen, dort wird die und die Katastralgemeinde jetzt entsprechend versorgt. Und ich sage, das macht, wie gesagt, wir können in Österreich wirklich in Zukunft dann von nahezu flächendeckend Mobilfunk sprechen. Wie gesagt, das ist kein 100%iger Ersatz für das, für ein FTTH. Das möchte ich immer noch dazu sagen. Wie gesagt, das ist parallel zu möglichen Förderungen, die noch im Glasfaserausbau notwendig sind, zu sehen. Aber wir haben für den Mobilfunkausbau jetzt einmal dafür gesorgt, dass die Flächen versorgt sind. Und das ist, glaube ich, der wichtige Faktor, weil ich sage, wer bisher nichts gehabt hat, wird sich sehr freuen, wenn er in den nächsten 3 Jahren plus minus 20, 30 Megabit pro Sekunde plötzlich hat und die ihm garantiert sind. Und wie gesagt, wenn er dann noch mehr braucht, wird sicherlich Glas der nächste Schritt sein, um FTTH dort auch noch zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben da einen sehr weiten Schritt jetzt gesetzt und das haben wir europaweit ziemlich weit vorne. Und jetzt bin ich schon ruhig. Herzlichen Dank, Herr Dr. Steinmeier, herzlichen Dank, Herr Dr. Burtkamp, herzlichen Dank an alle weiteren Vortragenden, die noch bei uns sind. Ich denke, es war ein sehr, sehr spannender Abschluss jetzt der Thema Block 3 und ein sehr, sehr spannender Tag insgesamt. Es bleibt mir jetzt nicht viel anderes mehr übrig, als mich von Ihnen schön langsam zu verabschieden, so leid es mir tut. Darf Sie aber noch darauf hinweisen, dass da die Veranstaltung aufgezeichnet wurde und den Teilnehmenden im Nachhinein zum Nachschauen auch zur Verfügung gestellt werden wird. Möchte Sie sehr, sehr eindringlich auch bitten, den Feedbackbogen auszufüllen. Der Link dazu wird in wenigen Sekunden über den Chat versandt und Sie sollten dann in Ihrem Chatfenster, diesmal nicht Fragen und Antworten, sondern Chat, auch den Link zum Feedbackbogen sehen. Abschließend möchte ich mich sehr, sehr herzlich auch bei meinem Team bedanken, das Netzwerk Zukunftsraum Land, in erster Linie namentlich bei der Elisabeth Gurde, die Federführung heute für diese Organisation dieser Tagung hatte, bei Gerald Fabigan für die technische Leitung, bei Sophia Glanz und Manuela Fratzl im Hintergrund beim technischen Support. Herzlichen Dank an euch. Ich wünsche allen, die jetzt noch hier sind, einen wunderschönen Tag, verabschiede mich bis zum nächsten Mal und bitte klicken Sie jetzt auf den Link im Chat. Alles Gute und auf Wiedersehen.